stelle euch Andreas von Gunten vor und Camille Rousseau. Andreas von Gunten ist Mitglied der Digitalen Gesellschaft und kämpft seit 2012 gegen das Leistungsschutzrecht. Camille Rousseau ist Co-Präsidentin des Verbandes Medien mit Zukunft und im Verlag der WOZ. Der Titel des Vortrages lautet: Warum das Leistungsschutzrecht ein Problem für das offene Netz darstellt. Und ihr habt das Wort. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Lorio, es gibt diesen Sketch, aber egal, ist off-topic. Schön, dass wir hier sind, schön, dass wir hier sein dürfen, gell, Camille? Ja, freue mich auch. Genau, wir machen das jetzt so, ich werde zuerst einen kleinen Vortrag halten zum Thema Leistungsschutzrecht, ein bisschen Überblick geben, dann wird Camille dazustoßen und Camille einen Teil machen, wo es auch um die Sicht der Verlegerinnen und Verleger geht und dann werden wir gemeinsam ein bisschen Gespräch führen zusammen und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, wie schnell ich jetzt hier durchkomme, werden wir dann eure Fragen hier noch beantworten können über unsere Moderatorin und sonst dann im Big Blue Button Raum. Ja? Wir wünschen euch viel Spaß und wir beginnen. Ich werde jetzt ein paar Dinge wahrscheinlich ein bisschen schneller machen als vorher, aber trotzdem ganz kurz Einführung. Was ist überhaupt ein Leistungsschutzrecht? Das finde ich wichtig, dass man sich dem bewusst wird. Das Leistungsschutzrecht hat für viele so eine Vorstellung, dass das irgendein Urheberrecht sei oder dass das etwas so, wie soll ich sagen, Heiliges ist, das man nicht in Frage stellen darf. Und es ist wichtig, dass man versteht, dass das nicht ein direktes Urheberrecht ist, sondern etwas, was später in die Urheberrechtsgesetzgebung reingekommen ist. Das gibt es nicht nur für die Presseverlage, die das jetzt wünschen. Dort gibt es es ja zum Glück noch nicht und wir wollen alles daran setzen, dass das auch so bleibt. Aber es gibt bereits andere Leistungsschutzrechte im Urheberrecht und es hat sich immer wieder gezeigt, dass die eigentlich nichts mit UrheberInnen zu tun haben. Das Leistungsschutzrecht ist ein verwandtes Schutzrecht, wie man juristisch das ausdrückt. Und ihr könnt das in der Wikipedia nachlesen, um das noch genau zu sehen. Wichtig ist eigentlich Folgendes zu verstehen. Bei den Urheberrechten geht es um die Rechte an den Werken, die eine UrheberIn oder ein Urheber erstellt hat. Und bei den Leistungsschutzrechten geht es dann nicht mehr um diese Werke an und für sich, die dann die Rechte beim Urheber haben, sondern letztendlich geht es um das Werk an und für sich, das Zusätzliche. Also ich mache ein Beispiel. Eine Komponistin schreibt einen Song, dann ist dieser Song ein Werk im urheberrechtlichen Sinne. Ja? Und wenn jetzt dieser Song auf eine Schallplatte war, das früher, die Jüngeren kennen das nicht mehr, mal noch, es gibt es ja immer noch, die Leute finden das immer noch lustig, aber eine Schallplatte aufgezeichnet wurde, wenn das aufgenommen wurde, dann war das lange Zeit einfach so, der Song ist zwar geschützt, die Aufnahme aber nicht. Und das ist eigentlich auch richtig so. Irgendwann haben aber die Plattenfirmen dann gefunden, sie wollen gerne diese Aufnahme auch geschützt haben. Und da ist dann das erste Leistungsschutzrecht in diesem Sinne ins Urheberrecht reingekommen. Und das Interessante ist, oder, ein Leistungsschutzrecht ist dann auch nie an irgendeinen Urheber oder an eine Urheberin gebunden. Das sieht man auch an den Laufzeiten. Ein Urheberrecht reicht so lange, wie die Autorin oder der Werkinhaber oder der Werkersteller oder Erstellerin lebt, beziehungsweise 70 Jahre nach dem Tod gilt das. Währenddem ein Leistungsschutzrecht meistens an die Produktion der Leistung angekappert wird. Das ist dann 50 Jahre nach der Plattenproduktion, jetzt neuerdings glaube ich auch 70 Jahre seit der letzten Revision, hat man das dann hochgeschraubt. Wichtig ist einfach, das Leistungsschutzrecht ist nicht wirklich ein Urheberrecht. Es ist zwar im Urheberrecht drin, aber es hat nichts mit dem Urheber zu tun. Und es ist eigentlich ein gekapertes Urheberrecht des Kapitals, wie übrigens grundsätzlich eigentlich die Urheberrechte nicht unbedingt dazu da sind, um den UrheberInnen Rechte zu geben, sondern sie sind dazu da, um diese Rechte verwerten zu können. Es ist der einzige Grund, es geht nie um die UrheberInnen, sondern es geht um die Rechteverwerter. Das muss man sich immer klar machen, wenn man vom Urheberrecht spricht. Weil das immer ja so sympathisch ist für die meisten, wenn man sich für die Autorinnen und Autoren einsetzen möchte. Auch ich möchte gerne, dass die Journalistinnen und Journalisten in diesem Land möglichst unter guten Bedingungen gut ihre Arbeit machen können und darum auch genügend verdienen sollen. Aber glaubt mir, das Leistungsschutzrecht ist definitiv nicht das richtige Instrument dafür. Da geht es nicht darum, irgendwelchen UrheberInnen etwas zu geben, sondern eben den Verlagen, die einfach die Hand aufmachen wollen.
In der Schweiz ist das schon lange ein Thema. Schon 2010 ist es losgegangen mit ersten Beiträgen in den Zeitungen. Und eigentlich kommt es ursprünglich aus Deutschland. Matthias Döpfner vom Axel Springer Verlag hat das Ganze lanciert, mit sehr viel Werfe immer dafür gekämpft, auch erreicht letztendlich, dass es in Europa mittlerweile dummerweise so ein Gesetz gibt. Das ist aber noch lange kein Grund, dass wir das in der Schweiz auch machen müssen, weil es hat sich dort gezeigt, dass es nicht funktioniert und auch vor allem nicht das bringt, was immer behauptet wurde. Es werden keine JournalistInnen besser bezahlt, es werden keine Lokalredaktionen deswegen aufgebaut. Es ist einfach jetzt ein weiterer rechtlicher Rahmen da, der eigentlich zu nichts führt. In der Schweiz ist es lustigerweise so gewesen, dass eigentlich am Anfang die meisten auch in den Medien, die Medienhäuser nicht dafür waren. Es waren ein paar wenige, die das wollten. Und zum Beispiel in der NZZ hat bereits im Jahre 2010 Rainer Stadler ein klares Statement gegen dieses Leistungsschutzrecht positioniert. Und ich werde das jetzt hier nicht mehr alles vorlesen, aber wichtig ist, wenn ihr das mal nachlest, alle diese Argumente sind genau dieselben geblieben wie heute. Es hat sich nichts verändert. Man könnte das eins zu eins wieder nach vorne nehmen und den Leuten vorlegen, damit ihnen klar ist, dass es das nicht bringt und dass das der falsche Weg ist. Es herrschte sehr viel Uneinigkeit in der Medienbranche, ob man so ein Leistungsschutzrecht will. Einmal haben sie gesagt, wir wollen es nicht mehr, dann ist das war mal tot, dann ist es wieder auf den Tisch gekommen, dann hat man es wieder wegdiskutiert. Und gleichzeitig gab es aber immer Einigkeit eigentlich bei den Urheberrechtsspezialistinnen, dass das ein sinnloses Gesetz ist, dass man das nicht machen sollte. Und bis vor ein paar Monaten war das so, jetzt neuerdings sind sich die VerlegerInnen in der Schweiz wieder einig, zumindest die Großen. Wir werden dann gleich mit Gami noch schauen, wie das bei den Kleinen aussieht. Aber dort ist die Einigkeit jetzt hier. Man will unbedingt dieses Leistungsschutzrecht. Und man hat das vor ein paar Monaten mit einem großen Bombshell bekannt gemacht, ja, indem man Bundesrätin Keller-Sutter am Digital Economy Award im November 2021 diesen unsäglichen Vergleich hat sagen lassen, dass das Darstellen von Links im Internet mit Vorschauen dasselbe sei, wie wenn man mit einem gestohlenen Fahrrad herumfahren würde. Und ihr alle könnt nachvollziehen, dass das ein ziemlich absurder Vergleich ist. Leider ist es aber so, dass gerade bei ParlamentarierInnen und Parlamentariern es oft so ist, dass sie das glauben oder das Gefühl haben, das könnte was Gutes sein, was hier erzählt wird. Und darum gibt es viel Arbeit für uns in Zukunft, hier die Leute zu überzeugen, dass das der falsche Weg ist. Wir schauen uns die Argumente schnell an. Ein wichtiges Argument, das immer kommt in diesem Zusammenhang, ist, dass die großen Internetkonzerne ihre Milliarden verdienen, indem sie journalistische Inhalte übernehmen. Und das ist einfach ganz klar abzuweisen. Das ist nicht wahr. Es ist zwar korrekt, dass die großen Internetkonzerne ihre Milliarden verdienen. Übrigens, Klammer auf hier ganz kurz, nicht nur die Internetkonzerne, sondern auch die Medienhäuser, die großen. Tamedia und Ringier haben ihre Marktplätze zusammengelegt, gerade vor kurzem. Das sind Marktplätze, wo Kleinanzeigen publiziert werden, Jobportale, Immobilienportale und so weiter. Die waren früher für die Bezahlung, für die Finanzierung des Journalismus wesentlich, ein ganzes Drittel des Journalismus wurde mit diesen Kleinanzeigen bezahlt. Heute ist das ein Milliardenkonzern, der ausgelagert wurde und kein Franken mehr in den Journalismus geht. Also ich will damit sagen, es sind nicht nur die Internetkonzerne, die Milliarden verdienen, sondern auch in der Schweiz klassische Medienverlage, die ganz viel Geld verdienen und eben keine journalistischen Leistungen mehr finanzieren. Jetzt ist die Frage hier, verdienen die Internetkonzerne ihre Milliarden, indem sie tatsächlich journalistische Inhalte übernehmen, wie das Frau Keller-Sutter gesagt hat? Und da muss man ganz klar entgegenhalten, das stimmt nicht. Es werden keine Inhalte übernommen. Sie werden verlinkt. Es ist so, dass wir in der Schweiz ein sehr griffiges Urheberrecht haben. Wir können das gar nicht anders machen. Wir sind eingebettet in ein internationales System des Urheberrechts. Auch bei uns ist es so, niemand kann ungestraft irgendeinen journalistischen Artikel nehmen und den einfach irgendwo publizieren. Das geht nicht. Also weder Google noch Facebook noch sonst irgendwer kann journalistische Artikel übernehmen, wie das immer behauptet wird. Es werden keine Artikel übernommen. Es werden Links angezeigt bei einer Suchmaschine.
Suchmaschine müssen wir leider links anzeigen, weil das ist der Witz der Suchmaschine. Ja? Wir geben ein Stichwort ein und dann wollen wir von der Suchmaschine Links haben zu diesem Stichwort. Und zwar möglichst die, die für uns relevant sind. Ja? Und wenn die Suchmaschine uns zusätzlich noch Vorschau-Snippets anzeigt, dann hilft uns das natürlich besser einzuschätzen, ob ich diesen Link klicken soll oder nicht. Wenn ich als Verlag dieses Vorschau-Snippet nicht haben möchte, dann kann ich das einfach in einer Textdatei festhalten und sagen, ich möchte nicht Google oder Facebook oder wer auch immer du bist, dass du diesen Vorschautext hier anzeigst. Ich möchte, dass du nur den Linktext anzeigst. Das kann ich als Verleger heute schon entscheiden. Man kann auf keine Art und Weise behaupten, dass irgendwelche journalistischen Inhalte von irgendwem übernommen werden. Es ist verboten und es funktioniert nicht, es geht nicht. Also das heißt, das ist einfach ein dummes Argument. Es stimmt einfach nicht. Und es ist auch so, dass im Internet nicht nur journalistische Inhalte vorhanden sind. Ihr wisst das alle selber, die machen einen kleinen Teil aus. Die sind zwar wichtig, versteht mich nicht falsch, die wollen wir. Wir brauchen journalistische Inhalte. Und ich bin ja auch einer von denen, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber die meisten Inhalte im Netz sind nicht journalistischer Natur. Ja? Und wenn ich eine Suche mache, dann kriege ich ganz viele andere Dinge auch, aber nicht journalistische Inhalte. Und die Internetkonzerne verdienen mit anderen Inhalten ein Vielfaches mehr an Geld. Und dann muss man sich ja dann fragen, wenn man so ein Leistungsschutzrecht bringen soll, warum dann nur für die Verlage, für die Medienverlage und nicht für alle anderen auch. Bei Facebook sind es 4% übrigens der Inhalte, die in einem typischen Stream angezeigt werden, die mit journalistischen Inhalten vergleichbar sind, beziehungsweise von journalistischen Inhalten herkommen. Ja? Und ein weiteres Argument, das immer wieder kommt, ist, die großen Internetkonzerne bezahlen keine Steuern. Das ist ganz schlecht, finde ich auch, und ist nicht in Ordnung. Müssen wir in Ordnung bringen. Betrifft nicht nur die Internetkonzerne, betrifft leider sehr viele Konzerne im globalen Kontext. Und das ist klar, das Problem muss gelöst werden. Und das finde ich auch extrem wichtig. Da sind zum Glück ja Bestrebungen in Gang. Die gehen wahrscheinlich noch zu wenig weit. Aber eines ist sicher, das Leistungsschutzrecht löst kein Problem in dieser Hinsicht, leistet keinen Beitrag dazu. Ja? Und wichtig ist auch, die großen Internetkonzerne können mit einem Leistungsschutzrecht auch nicht in die Schranken gewiesen werden. Ja? Das Leistungsschutzrecht ist kein Zaubertrank. Es ist am Schluss so, dass wenn das wirklich kommen würde, dann würden die ganz Großen entweder nicht bezahlen, zum Beispiel Google oder Facebook, oder es tut ihnen nicht weh, dann sind sie auch nicht in die Schranken gewiesen. Ja? Und was vor allem aber wichtig ist, wenn das kommt, dann werden neue Player nicht mehr auftauchen können. Darum sage ich euch etwas ganz Wichtiges. Immer, wenn ihr merkt oder wenn ihr hört von den großen Konzernen, dass sie bereit sind zur Regulierung, dann müssen wir besonders aufpassen, weil dann ist ihnen klar geworden, dass sie davon profitieren werden. Eine solche Regulierung wie ein Leistungsschutzrecht würde zur Konzentrierung führen, zur Marktkonzentration, sowohl auf der Suchmaschinen- und Social-Media-Seite wie auch auf der Verlagsseite, weil die kleinen Verlage würden kaum etwas Sinnvolles davon abbekommen. Man kann auch den Lokaljournalismus nicht finanzieren damit. Es gibt keinen Geldregen. Wie ich gesagt habe, die meisten Links zeigen nicht auf journalistische Inhalte. Wenn ihr euch vorstellt, was dann am Schluss irgendwo ein Toggenburger Tagblatt bekommen sollte, wenn dann dieser Leistungsschutzrecht da ist, dann sind das ein paar wenige Franken. Da wird nicht mal eine Praktikantinnenstelle bezahlt werden können davon. Dann kommt immer das Argument, ja, aber Journalismus braucht doch einen urheberrechtlichen Schutz im Internet. Das geht doch nicht, dass der immer gestohlen wird. Eben beim Velofahrer-Argument, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht so, dass man journalistische Inhalte einfach übernehmen kann. Und was ganz wichtig ist, einzelne Wörter sind keine Werke, kann man nicht schützen. Und das ist auch richtig so. Denn wenn man das müsste, wenn man das könnte, dann könnten wir nicht mehr miteinander kommunizieren. Man spricht im Urheberrecht von sogenannten Schranken, ja, Schrankenbestimmungen. Das ist immer ein bisschen komisch zu verstehen für Laien. Da meint man, da wird das Urheberrecht eingeschränkt. Dabei ist es das Umgekehrte. Beim Urheberrecht wird die komplette Nutzung mal komplett verboten, ja. Und mit den Schrankenbestimmungen machen wir das wieder auf und sagen zum Beispiel, dass gewisse Dinge eben gehen. Zum Beispiel zitieren soll man können dürfen und so weiter. Ja. Und es ist auch so, dass im Urheberrecht eben nur ganze Werke mit einer bestimmten Schöpfungshöhe geschützt sind und nicht einfach irgendein Geblabber. Ja. Drei Wörter kann ich nicht schützen. Weil, wie gesagt, wenn das ginge,
dann könnten wir ja gar nicht mehr miteinander kommunizieren, wir könnten nicht mehr miteinander reden. Das ist eines der großen Probleme übrigens des heutigen Urheberrechts, dass wir immer weniger mit Bildern zum Beispiel, mit Bildern, die unsere Kultur ausmachen, überhaupt miteinander kommunizieren können im Netz. Ja? Und darum wäre es völlig falsch, jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und kurze Sätze, wie das eben beim Leistungsschutzrecht vorgesehen ist, zu schützen zu wollen. Das Hauptargument der Verleger ist, ja, wenn man auf den Newslisten dann den Titel sieht des Beitrags, dann muss ich den gar nicht mehr anklicken, dann habe ich gelesen, um was es geht. Ja, sorry, dann musst du halt etwas mehr Stoff bringen. Ja, das ist klar, wenn da steht irgendwo, was will ich nehmen? Kiew ist gefallen, ja, dann habe ich mal eine Information, aber wenn ich mehr wissen will, dann schaue ich dann schon weiter, da gehe ich dann einen Schritt weiter, aber wenn mir das genügt, mir würde das nicht genügen, dann ist das halt eine Information, die dann da ist. Das kann doch nicht sein, dass wir diese drei Wörter schützen lassen und sagen, ja, die gehören jetzt Ringe für die nächsten 2 Jahre. Das geht doch nicht. Und diese Idee muss einfach weg aus den Köpfen. Ja? Dann der letzte Argument, das immer kommt, ist, Innovation braucht Urheberrecht. Also wenn wir kein Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht einführen, dann kann keine Innovation mehr bestehen in der Medienbranche. Dann wird das Beispiel Spotify und Netflix gebracht. Entschuldigt, meine lieben Freunde und Freundinnen, Spotify und Netflix haben überhaupt nichts mit Innovation zu tun. Sondern es ist einfach Geld und Oligopol dank Urheberrecht. Nur weil es ein Urheberrecht gibt, gibt es diese Konzerne, die eben auch den Musikmarkt, Musik und Musikerinnen eigentlich nicht gut bezahlen. Das ist nur wegen dem Urheberrecht der Fall. Und es ist nicht so, dass das innovativ wäre, was die gemacht haben. Kollateralschaden, habe ich schon gesagt. Prinzip der Schöpfungshöhe ist eben die Frage, wie weit geht das mit dem Urheberrecht? Wie viel kann ich schützen? Das würde abgeschafft, ist ein großes Problem. Und wir dürfen nicht die Kommunikation in die öffentliche Debatte behindern, indem wir dauernd uns überlegen müssen, ist dieser Satz irgendwie von Ringe geschützt oder so? Ja. Und was ein wichtiger Punkt auch ist, warum sollen nur journalistische Werke dieser Vergütungspflicht unterliegen? Das ist dann auch von Herrn Stadler in der NZZ schon gesagt worden damals. Was ist mit den Bloggerinnen und Blogger? Ja. Und. Medienkonzentration wird gefördert. Es gibt ein, neben dem Technologie-Oligopol, das wir jetzt noch haben, dann ein Inhalte-Oligopol. Und am schlimmsten ist es, wenn das noch zusammenkommt, wie wir es jetzt schon auf der Swisscom feststellen können, wo eigentlich Inhalte und Technologie immer mehr zusammenwachsen. Ja. Und was ein letzter wichtiger Punkt ist, um den Vorschlag umzusetzen, müssen die Plattformen wahrscheinlich sogar Upload-Filter einsetzen, damit das dann überhaupt funktioniert. Ich habe hier noch ein paar Fotocredits zusammengetragen, einfach auch, um zu zeigen, dass es auch anders ginge. Auf Unsplash gibt es sehr viele Leute, die ihre Fotos zur Verfügung stellen. Ich könnte die sonst nicht nehmen, die ich da drin habe, wenn es die nicht gäbe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, die hier beitragen. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommt Gami noch und erzählt uns noch was aus der Sicht der Verlage. Danke, Gami. Danke, Andreas. Also ich will mich kurz fassen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mein Name ist Camille Rousseau, wie gesagt. Ich vertrete 25 kleinere Verlage im Rahmen meines Co-Präsidiums dieses Verbands. Und da sind verschiedene Medien drunter, die WOTS, die Republik, Syrien.ch, Bajur, Higgs zum Beispiel, die Hauptstadt aus Bern, das PS, Baba News und viele weitere. Wir sind ein Arbeitgeberinnenverband mit Fokus auf journalistische Betriebe und setzen uns für eine faire Digitalisierung der Medien ein und für gute Arbeitsbedingungen für Medienschaffende. Und uns gibt es als Verband seit 2017. Und wir sind eigentlich, würde ich sagen, oder wir sind als medienpolitischer Akteur gut etabliert. Und drum sind wir auch in den Genuss gekommen, Teil des sogenannten Mediendialogs zu sein, wo im Rahmen des UVEC oder wo auf Einladung des UVEC die Debatte über das Leistungsschutzrecht stattfindet. Oh. So. Also, ich will mich kurz fassen. Eben wie gesagt, Andreas hat es schon angetönt, die Medienkrise, die ja vor allen Dingen eine Medienfinanzierungskrise ist, hat sich eigentlich noch akzentuiert nach dem Scheitern des Medienpakets vor 2 Wochen, was euch sicher noch in Erinnerung ist. Mir auf jeden Fall ist es in leibvoller Erinnerung, weil es dazu geführt hat, dass die Situation der Medien eigentlich sich ausgesprochen verschlechtert hat. Was für euch sozusagen vielleicht, was ihr im Hinterkopf behalten könntet, ist, dass es innerhalb der Verlagsbranche keine Einigkeit gibt. Also wenn es heißt, alle Verlage sind eigentlich dafür, dann ist das nicht korrekt. Namentlich wir vom Verband Medien mit Zukunft äußern uns explizit dahingehend, dass es eben keine vernünftige Lösung ist für die Verlage. Wir stellen aber fest, dass sozusagen in der Diskussion
dieses Leistungsschutzrecht nach dem Scheitern des Medienpakets als quasi alternativlos gepriesen wird, als irgendwie das Allheilmittel für sämtlichen finanziellen Probleme, die es in der Verlagsbranche ohne Zweifel gibt. Und gleichzeitig sozusagen bindet es wahnsinnig viele Ressourcen innerhalb der Verlagsbranche, die sozusagen auch verhindern, dass Alternativen diskutiert werden bei den politisch relevanten Akteuren. Denn auch für Medienpolitik ist es so wie überall und im richtigen Leben, es gibt nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Aufmerksamkeit von den relevanten Entscheiderinnen und Entscheidern. Für uns ist tatsächlich das Leistungsschutzrecht keine gängige Option. Zum einen verbessert sich die Verhandlungsposition in keiner Weise und wir sehen das eher so, dass uns die sogenannte Spotify-Falle droht. Das heißt, dass am Schluss nur lousy Pennies übrig bleiben und das sozusagen mit enormen Kollateralschäden, was die Sichtbarkeit für kleinere Verlage im Netz anbetrifft. Wir haben es von Andreas gehört. Warum werden Verlage so ausgenommen? Warum werden die sozusagen besonders behandelt? Was ist eigentlich mit anderen Medienbetrieben, mit Blogs, Radios etc.? Und dann stellen wir uns auch die Frage, ist Google eigentlich auf die Schweizer Medien angewiesen? Was passiert tatsächlich, wenn man sich mit Google anlegt? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn es dort Probleme gibt, dass der Traffic-Generator Google für uns als Verlage wegfällt und wir quasi in der Unsichtbarkeit verschwinden? Und gerade für kleinere Medien ist das ja wahnsinnig zentral, weil sie deutlich kleinere Werbebudgets haben und sonst einfach auch weniger sichtbar sind, weniger am politischen Diskurs teilhaben können etc. Was ich sozusagen auch noch sagen will zum legislativen Prozess, in dem ich involviert bin als Vertreterin des Verbands Medien mit Zukunft. Es wird innerhalb der Branche diskutiert. Die Diskussion ist jetzt kürzlich erst geöffnet worden. Es gibt sozusagen viel zu wenig Vertretung von LeserInnen, die tangiert werden würden durch die Einführung eines Leistungsschutzrechts. Es sind auch nicht sozusagen genug kritische Stimmen aus dem Bereich des Urheberrechts zu hören in der Diskussion, wenig Aktivistinnen pro Netzfreiheit. Und auch, was sich jetzt sozusagen nach dem Vortrag von Andreas auch erschließt, warum, es werden wenig Medienschaffende angehört. Es werden ausschließlich Verlage angehört. Wir haben gehört, das Leistungsschutzrecht ist etwas für Verlage, für Verwerter. Und trotzdem geht es dort also eigentlich nie um die Urheberinnen, weswegen auch Gewerkschaften bis anhin, soweit ich weiß, noch nicht angehört worden sind. Es ist so, dass die Verhandlungsmacht der Medien gegenüber Google durch das Leistungsschutzrecht nicht gestärkt wird. Die Regelung wird, wie wir gehört haben, im Interesse von Großverlagen ausgestaltet. Und man muss sich das praktisch vorsehen. Es ist einfach auch illusorisch zu glauben, dass jeder kleine Verlag, der Obertockenburger Anzeiger oder so, zum Beispiel eine Justiziarin hat, die in die Verhandlungen tritt mit Google. Das ist einfach auch ein Mess mit ungleichen Spießen. Und man muss auch sagen, kleinere Verlage haben möglicherweise anderes zu tun. So, ich beeile mich. Was sozusagen für die Aufmerksamkeit gilt bei den Entscheiderinnen in der Politik, die durch diese erneute Debatte vom Leistungsschutzrecht angestoßen werden, ist, dass es andere Ansätze komplett verdrängt. In Bezug auf die Frage, wie Verlage quasi unterstützt werden können. Ich möchte jetzt kurz noch auf zwei Alternativen eingehen, die meiner Meinung nach gute Ansätze wären, um Medienförderung oder Medienfinanzierung aus den Internetkonzernen zu erhalten. Das eine ist, einen Vorstoß zu machen im Hinblick auf eine Medienförderabgabe für Konzerne, die namentlich journalistische Inhalte von Dritten zugänglich machen oder die journalistische Werke listen. Und diese Medienförderabgabe könnte dann dazu verwendet werden, journalistische Arbeit zu finanzieren. Das Zweite ist, und das ist eigentlich eine viel größere Sache, ist nämlich die Mindeststeuer, die jetzt von der OECD vorgeschlagen worden ist, in Höhe von 15%. In diesem Rahmen sollen auch Gewinne aus Datenverarbeitung und Werbung besteuert werden können. Und bei beiden Sachen ist es eben so, auch wenn man sozusagen in irgendeiner Form Steuersubstrat oder Abgaben erhalten kann von den Internetkonzernen, müssen wir darauf achten, dass wir Verteilungsgerechtigkeit herstellen bei den Medienbetrieben, Urheberinnen, Journalistinnen.
dass wir langfristig den Journalismus eine stabile finanzielle Basis stellen. Und ich sage noch mal einmal ganz deutlich, das LSR wird uns da nicht helfen. Sehr gut, besten Dank, Camille. Das war spannend auch zu sehen, wie du das erlebt hast jetzt in diesem Mediendialog. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, ist denn dort, sind da verschiedene Leute dabei? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein bisschen ausgewogen oder bist du da alleine auf weiter Flur? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also als kritische Stimme bin ich da relativ alleine. Mhm. Ja. Mhm. Okay, interessant. Ja. Das Thema der Besteuerung, also Alternativen, es kommt ja immer eben die Frage, ja, was ist denn die Alternative? Und ich finde auch, das ist wichtig, dass wir die bringen. Ich bin auch der Meinung, man könnte eigentlich ja Werbeeinnahmen besteuern. Mhm. Weil früher war ja so, dass die Werbung konnte nur im Rahmen von Journalismus stattfinden, letztendlich. Es gab ja keine andere Möglichkeit. Noch ein bisschen Unterhaltung, ja. Aber faktisch war es ja so, wenn du werben wolltest, musstest du dich auf ein journalistisches Medium setzen, ja. Und das ist heute nicht mehr so. Ja. Jetzt kann man ja sich auf den Standpunkt stellen und sagen, gut, wenn das nicht mehr so ist, dann nehmen wir einfach von denen, die mit Werbung Geld verdienen, ein Stück weg und geben das wieder dem Journalismus, so wie das früher war. Mhm. Was denkst du dazu? Also mir würde das eigentlich sehr, würde das einleuchten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, also es ist eben vorbei, dass sozusagen mit Werbung Journalismus finanziert werden kann. Gleichzeitig denke ich mir, es gibt sozusagen trotzdem diese Verbindung könnte ein Aufhänger sein, tatsächlich eine Werbesteuer zu erheben. Es geht dann, also ich meine, das eine ist sozusagen, man hat das Steuersubstrat oder die Abgabensumme, aber wie wird das dann verteilt? Also, das ist eine andere Frage, das sehe ich auch so. Das ist auch so, das glaube ich auch, da muss man ein gutes, ausgeklügeltes System finden, dass das dann sinnvoll verteilt wird. Finde ich aber, das sind wie zwei verschiedene Dinge. Oder? Dann musst du jetzt schauen, wo kommt das Geld her und dann noch, wie wir es verteilen. Und ich finde, bei der Werbung ist es schon so, wir können eigentlich davon ausgehen, es wird nach wie vor viel Werbung gemacht und mit viel Werbung Geld verdient, warum nicht dort holen? Mhm. Ich würde das aber noch ergänzen, auch aus der Sicht der digitalen Gesellschaft, finde ich. Ich bin der Meinung, wenn wir eine Lösung finden, die eigentlich mit Zwangsabgaben funktioniert oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann sollte der Inhalt, der damit gefördert wird, sollte dann auch unter einer Creative Commons Lizenz verfügbar sein. Ja. Weil ich bin der Meinung, das Problem, dass mittlerweile immer mehr qualitativer Journalismus hinter den Paywalls verschwindet und der ganze Schrott, der Gratis-Schrott letztendlich im Netz ist, der hilft uns in der Demokratie und als Gesellschaft auch nicht unbedingt weiter. Oder? Ja. Und da müsste man diesen Weg noch gehen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ein sehr interessanter Einsatz, aber ich glaube, das wird sozusagen viel Überzeugungsarbeit brauchen, das bei den Verlagen auch durchzuführen. Ich meine, jeder Verlag hat sozusagen irgendwie sein ausgeklügeltes System zu entwickeln, wie er an diesem schwierigen Markt auch bestehen kann. Und darüber, also muss ich sagen, aus eigener Erfahrung wird das ein dickes Brett. Ja, das sehe ich auch so. Also, die Frage war ja auch bei den Wissenschaftsverlagen so, wo wir heute Open Access haben als Standard. Ja. Oder? Ja. Und es ist auch dort so, dass natürlich viele nicht sich vorstellen können, dass das Modell sich ändern. Aber ich verstehe das, du hast natürlich recht, das wird nicht einfach. Ja. Genau. Super, hast du noch eine Frage? Nein, das fällt mir gerade nicht ein. Alles klar. Haben wir noch Fragen vom Publikum oder so? Also erstmal herzlichen Dank euch beiden, Andreas und Camille, für diesen spannenden Vortrag und dafür, dass ihr uns durch diese Argumente geführt habt gegen das Leistungsschutzrecht und Alternativen eben aufgezeigt habt. Wir können wegen der technischen Probleme leider keine Fragen hier jetzt im Chat mehr aufnehmen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ihr direkt die Fragen natürlich nachher im Big Blue Button Raum dann beantwortet. Und ich bin sicher, dass es da sehr viele Fragen dazu gibt. Also vielen Dank. Vielen Dank. Besten Dank.